Jetzt wird ernsthaft nochmal geknifed. Ach so, ich glaube erst Knife um Map und dann Knife um Seite. Browser noch offen, mache ich natürlich zu. So, Alternate gewinnt die Knife. Bleiben hoffentlich T. Ich glaube, letztes Mal sind sie sogar CT gegangen, wenn ich mich recht entsinne. So, bleiben. Also, so viel Spaß zwischen Rushed und Alternate. Ich musste gerade überlegen. Ich bin noch nicht ganz so firm mit den russischen Teams. Kirchner, der jetzt auch dabei, dann Rushed haben wir, Virtus.pro Pro haben wir, DAT haben wir, Z Nation haben wir. Alles gar nicht so schlechte Teams. So, aber wir konzentrieren uns auf das Spiel hier. Und, oh, Igor spielt. Also hier halt Alte mit Stand-In. Manuel fehlt da, glaube ich, MNL. So, Christen mit First Fake. Unten an der Mitte. So, setzen hier tatsächlich zum Beast mit an. Fofkin kommt aber direkt über kurz schnell. Boah, hat er nicht hinter sich gecheckt? Boah, schöner Schuss von Fofkin. Boah, die Bombe nicht gelegt, aber sie wussten, wo Fofkin ist und gehen jetzt zum A. Schnell über kurz. Und wenn sie hier zusammenbleiben, dann sicherlich gute Chancen, die Runde zu gewinnen. Wir wissen jetzt auch ungefähr, wo der Gegner ist. Haben ihn da auf jeden Fall gesehen. Und wenn sie ihn jetzt nicht Headshot-Rampe hochkommen lassen. Oh, die Flash für mich, mein Geschmack, ein bisschen zu früh. Zu spät. Also entweder zu spät. Oder dann halt warten, bis der CT retaket und sie dann werfen. Aber immerhin, Pistol für Alternate. Eddig bräuchte da mal noch seinen Teamnamen. Als nicht instant lang durch. Krass, da lassen sie wirklich nichts anbrennen. Alter, Fofkin schon wieder mit so einem Headshot. Hat er da aber auch für Waffen spielt. Oh, 3 gegen 3. Da ist gar eine Pumpe dabei bei Igor. Ich weiß nicht, ich kann mich immer noch nicht mit dieser Waffe anfreunden. Oder allgemein mit den anderen Waffen. Die ja durchaus ihre Daseinsberechtigung jetzt haben in Go, aber irgendwie ist es mir doch noch alles ein bisschen suspekt. Wenn ich so eine Waffe sehe. So, 2-0 Alternate und ich. Fix so Retry, damit der Balken weg ist. Jetzt blocken sie komplett lang und Attex fährt B raus. Auch interessant. So, und so liegst du allein. Jetzt gleich zu tun, aber. Boah, kriegt direkt die Headshots. So, Rush weiß jetzt natürlich auch, dass B gelegt ist. Felix hat auch Cutters relativ safe dort vor Cutters. Igor hat eigentlich immer noch die Pumpe, die natürlich auf Distanz keinen Schaden macht. Felix Cutter ist gestorben. Boah, die Eco ist gar nicht so schlecht von Rushed. Wie gesagt, gar nicht mal so schlecht. 3 Waffen geholt. Auch wenn es vielleicht nicht die besten Waffen waren. Aber das ist natürlich auch Geld, was Arsenal jetzt alles wieder investieren muss. So, Hooch also die AWP in Go. Schlecht wurden. Oh, ein lang direkter Go. Bei Fofkin gegen Fofkin und Evil.
Artet bricht es aber ab, schieben da wieder komplett lang raus, nicht Lausrang. So, LK auch gerade rübergeschoben. Hat Ingo das gesehen? Ne, da war da ein Smoke. Was soll wo B, A gehen? Einfach weil Rack da noch an lang ist. Sieht aber so aus, als ob sie vorher B faken. Meine Minute haben sie noch, sie haben die Zeit, das eigentlich zu spielen. So, Igor contactet sich davor. Vermutet ihn da hinter der Kiste. Oh, da hat er, glaube ich. So, jetzt weiß er ungefähr, wo er ist. Schade. Hätte er eigentlich treffen müssen. Solek macht lang den. Ne, hat einen Mittelfrag gemacht. Boah, was? Was war das für ein Schuss? Krasser Shot von Solek durchs Tor und Igor trifft. Krass, Altaid gefällt mir gerade richtig gut. Machen hier einen guten Job gegen Rushed. Nette Führung, Rushed muss in die Eco. Gleich das 5:0, ein ganz anderer, angenehmerer Spielverlauf als vorhin bei Maus. Oh, da hat er nicht geschossen, da hat er direkt zur Waffe gewechselt. Der Igor. Gut kommuniziert, dass er noch die Ansage kam, dass dann noch eine Flash kommt. So, da sehen sie sag ich mal wesentlich besser aus. Lol, Rack, er war genau unter dir. Vor allem, ich habe ihn sogar gesehen. Aber vielleicht nur, weil 10:9 Auflösung. Vielleicht hat er 4:3 gehabt. Und das wäre jetzt ein Argument für 10:9. So, Edik entscheidet sich mal für eine AWP. Warte, jetzt schneller Argo. Treffen darf Fofkin dann kurz. Oh, der T. Fofkin weiß genau, wo er ist. Oh, er setzt den Frag nicht. Bitter. Emil macht dann Refrag. Selbst aber blind. Oh Mann, wie blind hier alles ist gerade. Alter. Ein Flechgewitter hier förmlich. Igu hat auch Mitte den Verschieber gemacht. Und B ist sogar frei. Sehr gute Entscheidung jetzt für ein Alternate. Solek flecht da auch nochmal kurz. Bindet da die Spieler noch ein bisschen. Und wenn es Solek jetzt nicht dumm stirbt, macht er eigentlich ganz gut, spielt auf Sound. Und wer ist dort noch am A? Edik mit AWP. Boah, schön. Jetzt noch ein LKVB. Und er hört das jetzt auch nicht, dass die Bombe dort gelegt wird, rechnet immer noch damit, dass sie A gehen. Und da wird er gleich eine böse Überraschung erleben. Oh, Solek hat noch keine Ahnung, wo er ist. Jetzt weiß es. Boah. Schöner Shot, aber LK hört es jetzt auch, dass die Bombe B gelegt ist. Und alles andere als safe wäre hier eine komische Entscheidung. Holt sich sogar noch die AWP. Oh, da hat Igor ihn doch noch gesehen. Boah, der geht direkt zum Jagen. LK zeigt sich nicht, macht er genau richtig. So, somit die AWP auf jeden Fall durchbekommen, aber 6:0. Schöner Start hier von den Deutschen. Edik wieder AWP. Ich bin da echt ziemlich mit Gas heute. Oh, und jetzt laufen sie aber dumm in die Eco rein. Oh, und da wird sich das jetzt mal zum Verhängnis, dass sie so schnelle Runden spielen. Natürlich dann auch ein bisschen vorhersehbar. Oh, Igor kassiert dicke Shots durch die Smoke. Oh, schöner E-Mitte hoch. Bombe ist auch an Langdown.
So, Licker die Steps. Was, dass der Kader aber auch so reinfährt? Ich meine, seine Mates wissen nicht, wo er ist. Da kann er da nicht. Da muss er dann noch damit rechnen, dass der letzte irgendwie bei Cutters aufgebaut hat. Naja, der Rest ist auf jeden Fall bei der Bombe. So, Redig macht's. Zahlt sich. Ach, ist nämlich der erste AWP-Frag so wirklich. So, mal gespannt, ob Alternate weiterhin so schnell spielt. Oder ob sie vielleicht mal eine langsame Runde auspacken. Boah, der erste Hit durchs Tor. Boah, und der zweite. Schöne Hits von Igor. So, gehen über kurz. Küste spekuliert noch. Spekuliert noch auf den. Ne, sie gehen sogar B dann. Faken da bis zu einem A. Wir werden aber gerade geblockt von einem Molly. Lol. Wo geht denn gebankt oder so? So, wer steht da B in den Eck? Hooch. Weil es sieht einen durch. Boah, zum Glück gut das Mate hin. Das ist sauber gemacht. LK schon am Tor. Kann den Flex setzen. 3 gegen 3 Situation aber noch. Mitte. Oh, da muss Igor weg. Wenn er merkt, dass er dort den Frag nicht kriegt. Boah, sauber gemacht von Rack. Und Crystal. Da im Zusammenspiel Mitte Tor rausgepusht mit der Flash. Und da stirbt auch Evil. Sehr schöne Runde von Alternate. Krass, spielen sie echt ganz solide hier. Und die Russen haben echte Probleme hier, irgendwas aufzuhalten. War vielleicht auch ein bisschen Pech gerade bei Hooch. Da wollte halt mehr als einen machen. Hat dann leider auch gar keinen bekommen. Und mit so einem schnellen Spiel scheint Alternate relativ gut zur Rande zu kommen. Zumindest hat Rushed bisher noch kein Gegenmittel dagegen gefunden. Also jetzt bin ich gespannt, wie sich die Russen darauf einstellen. Schneller Move entlang. Rushed Block kurz. Da bekriegen sich gerade die AWPs ein bisschen an der Mitte. Ego hat da schon wieder Hits durchs Tor gegeben. So, Rushed hat erst mal ein bisschen was Offensives gepusht. Das zahlt sich bisher eigentlich auch ganz gut aus. Krasser gegen LK. Und Frofkin verschießt. Frofkin verschießt wieder. Und wechselt die Waffe. Lol, wie die AWP dort drin steckt. Als ob es dafür gemacht wurde. Und schieben wir jetzt nochmal weg. Edik aber schon Base. Boah, der Retake. Sollte schon kommen bei LK. Also was auch auffällt, so richtig viel Teamplay ist hier nicht vorhanden bei Rushed. Die stehen so oft einzeln irgendwo. Bis auf den Move jetzt in die Cutters. Haben sie bisher noch recht wenig zusammengespielt. Boah, da sind die Russen echt keine Schnitte gerade. Freut mich natürlich auch für Alternate. Kommt mal die Kiste kurz oder nein hoch. Jo. Also ich nehme an, dass du die Kiste hier meinst.
wieder schnell lang. Diesmal haben sie ein bisschen, haben sie wieder Glück, dass da keiner steht. Sie fahren echt ziemlich gut gerade mit diesem schnellen Ghost. Ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass Rush damit nicht klarkommt. Ich meine, sie haben sicher auch nicht Geld, um da jetzt irgendwie überall einen Molly direkt hinzuwerfen. Weil vorhin lag auch ein Molly an kurz und sie haben trotzdem nicht, haben es trotzdem nicht geschafft, da irgendwas Nennenswertes in der Runde zu drehen. So, Arsenal ist jetzt auch schon zweistellig. Doppel-AWB bei Doppel-AWP bei Edik und Hooch. Sollten vielleicht auch beide so wie. Wer war denn das? Oh, machen sie das sogar? War das Copenhagen Wolves, glaube ich, gegen Maus? Ne, machen sie nicht. Da haben auch zwei AWPs rumgezogen. Hat sich auch ausgezahlt. So, Hooch führt First am B. Hofkin stirbt immerhin auch nicht mal direkt an kurz. Wollen aber jetzt kurz überfahren. Da fehlen irgendwie auch die Granaten von Rushed. Damit fallen diesmal ein paar Frags. 3 gegen 3. Solek nach Katas. Also Solek hittet schon krass heute, muss man sagen. Sieht natürlich im Go-TV immer ein bisschen seltsam aus. Ach, schön von Hooch. Jetzt das erste Mal, dass ich mich. Also ich glaube, das erste Mal, dass Rushed hier eine Überzahlsituation hat. Aber selbst die ist noch nicht gewonnen. Denn Felix hat gleich nur einen 1 gegen 1 gegen LK. Und er steht gar nicht so gut. Also er wird. Er müsste eigentlich runterspringen fast. Boah, aber er macht den Headshot. Rettet somit die Runde, denn Hooch wäre ziemlich weit weg gewesen. Und dann das 1 gegen 1 gegen Hooch mit AWP. Gut, Hooch hätte vielleicht eine Waffe switchen können oder so, aber ist dann halt immer noch ein 1 gegen 1, wo der T den Vorteil hat. Somit an sich auch nicht extrem gut runtergespielt, aber wenigstens zeigen die Russen mal hier noch ein kleines Lebenszeichen. Schicken Edik mit einem kleinen Move in die Katas. Das kontaktet sich aber Solek schon wieder vor. Wird aber geblockt. Boah, und jetzt Katas. Boah, was ein Spray. Edik kommt da souverän aus der Situation raus. Stimmt, bitte. LK stirbt auch. Aber Edik ist halt noch Katas. Ist zum B verschoben. Also, ganz ehrlich. Rush, irgendwie haben sie echt arge Probleme, hier irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Da sterben sie dann an. Trotz Fürstweg da einfach Mitte und. Das stirbt jeder irgendwo. Weiß nicht. Finde ich ganz seltsam, was die Russen hier spielen. Und du brauchst ja natürlich auch, wenn du als Alternate-Spieler bist in dem Spiel, brauchst du natürlich dann so ein enormes Selbstvertrauen auf, dass diese Pushes auch einfach immer wieder klappen. Warum sollte man hier auch Angst haben? Man führt schließlich gerade 11 zu 11 zu 2. Ich muss gerade mal gucken, habe ich. Gerade in dem Spiel habe ich auf Rushed getippt. Wahnsinn. Aber mal abwarten. Vielleicht ist Rushed ja genauso gut als T. Vielleicht sogar noch besser und sie gewinnen noch das Spiel, wer weiß. Nette Pumpen-Action von Fofkin. Aber keine Chance gegen Crystal da mit der AK. So, trotzdem noch 2 in kurz. Liebe macht auch nur einen mit dieser Pumpe. Hooch an lang. Hooch gegen 3 und sie wissen, wo er ist. Schieben da auch richtigerweise wieder weg. Solek macht doch Mitte dicht. Ah, verwirft er nochmal eine Flash. Oh, Hooch
Die Bombe. Oh, schön. Er gewinnt. Ganz wichtig. Ach, er gewinnt nicht. Aber beide T ist low. Das kann er machen. Er hat sogar noch eine Flash. Ach, schade. Er verwirft sie jetzt Mitte. Trotzdem bin ich gespannt. Flash ist weg. Igor hat aber noch eine. Natürlich bitter jetzt über Tor ist, glaube ich, eine bessere Variante. Boah, Igor zieht ernsthaft nochmal rum. Krass. So, somit die 12 zu 2 Führung. Aber. Nix aber. Nur Farmers bei Evil. Rest mit Deagle equipped. Und zwar jetzt nochmal lang. Er hat direkt abgeflasht. T ist gut blind. Wien macht den ersten. Martin zieht sich da jetzt wieder raus. LK aber diesmal wenigstens Cutters gepusht. Dann dürfte jetzt gleich auf Gegner treffen. Nee. Ich verstehe Rush nicht. Da rennen sie dann so krampfhaft drauf. Krasse Halbzeit von Alternate. Aber ich würde das nicht unbedingt überwerten. Klar, Alternate hat solide gespielt, aber wirklich Gegenwehr kam mir von Rush nicht. Somit war Alternate auch einfach mal unterfordert. Konnte weiterhin ihr schnelles Spiel aufziehen. Da kam wirklich null Gegenwehr von Rush. Aber wie gesagt, vielleicht sind ihre Stärken, liegen ihre Stärken im T-Spiel und müssen auf LCT noch ein bisschen ja, trainieren. Oh, der pusht Katas und treffen dort auf 2 Ts. Bombe nach rechts an der Ecke. Boah, sehr schön. Gut gemacht von Hooch. Nicht ganz gut gemacht von Attet. Eigentlich bin ich ein bisschen dafür, dass Rush jetzt hier die Pistole gewinnt. So, Igor relativ weit weg. B ist schon eingenommen. T spottet auch noch ein. Felix jetzt relativ entscheidend. Hat aber... Boah! Schöner Schuss von Felix. Der T da unten muss eigentlich nichts mehr machen. Einfach nur defensiv gehen. Schiebt sogar so seinen Mates. Gar nicht so schlecht. Ah, beide über Cutters. Ich weiß nicht, ob das gut ist. So, Evil muss jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Oh, die AE tötet ihn. Und... Toll. Boah, ich glaube, die ist vor der Kiste explodiert. Schade, das hat übrigens... Ah, ach, keine Chance. Das hat übrigens auch Taz bemängelt im Halt-Fork-Interview. Meinte er auch, dass HE-Schaden durch Wände und Kisten und so durchgehen sollte, findet er. Muss ich ihm eigentlich zustimmen? Weil wenn man es mal genau nimmt... Sind die AEs dadurch schon wesentlich schwächer als in 1.6. Weil wenn du dann ungefähr genau triffst den Gegner, dann ist der so wenig Schaden. Oder wenn der irgendeine Kiste ist und die AE prallt ab oder so. Schönes Aim für den Hooch. Also sie können es ja. Auch wenn es eine Eco ist von Alternate. Verliert Edi gibt es auch seine Pumpe. Uiuiui. Haben sie aber gute Headshots bekommen von Leute in der Runde. So, die Deutschen natürlich nochmal im Sparen.
Da fällt auch gerade wirklich niemand so wirklich ab im Alternate-Team. Da trifft jeder, was er treffen muss. Keiner hier mit einem Totalausfall. Gut, versucht am Weg, kriegt aber die Shots von Ego. Oh, Ego mit 2 HP überlebt er das. So, wir fahren lang durch hinter dieser neuen Kiste da. Ich habe noch keinen Namen dafür. Ich weiß nicht, wie die heißt. Vielleicht könnt ihr mir das sagen. Dieses Eck da rechts bei Evil. Ich hatte das eine übliche Bezeichnung in CSS. Da, wo Solik gerade steht. Er zieht immer noch nicht rumgezogen. Crystal Pratt noch sehr lange. Boah, wenn Solik ein Kit hätte. Die T's wegschieben. Crystal jetzt vielleicht. Wenn Crystal jetzt lang stirbt? Ja, ohne Kit sowieso fast unmöglich. Aber er hätte Ninja Diffuse durchziehen können. Ah, weil der T macht es gut, der passt drauf. So, keine Chance. So, kurz in die Kommentare schauen, ob. Da eine Antwort kommt. Vierer Kisten. Arscheck. Emo. Vierer Kisten. Naja, gut. Ich hätte jetzt irgendeinen total abgefahrenen Namen erwartet. Vierer Kisten. Langweilig irgendwie. So, Virtus schon. Virtus rusht schon kurz eingenommen. Rack unten in der Mitte. Felix hält lang. Rack macht den ersten. Und den zweiten macht er auch noch. Ne, treten! What? Schöne Runde von Rack. Da laufen sie ihm alle rein. Da hat aber auch die Flash gefehlt irgendwie. Und Hooch forever alone in den Cutters. Mit seiner Arbe. Hat zwar die Bombe. Schöner Schuss. So liegt noch da. Aber Felix direkt schon bitte oben. Ach! Ich bin nicht auf die Zahl gekommen. Auf jeden Fall macht das. Keine Chance dafür. Hutsch. Ich hätte schon den Spin-Hack auspacken müssen. So, mit Alternate eine Runde vom Draw. Eher Richtung B, Dreimann Cutters. Hutsch aber noch mit Bombe voll lang. Boah, da pushen sie. Vielleicht gar nicht so gut. Aber Felix macht's gut, holt sich lang ein bisschen die Kontrolle wieder. Und dort ist gar nichts. Hutsch ist auch Cutters geschoben, also mit Crystal ist jetzt sehr schön. Einer ist sogar am B da schon. Wer war das? Igor. Crystal sollte eigentlich ganzes Eck. Nein, geh ganzes weg. Und Ego zielt, genau. Ego könnte jetzt sogar sich ganz kurz Plateau zeigen, dann wäre es eigentlich perfekt. Boah, Crystal geht dafür, mein Geschmack, zu viel Risiko ein. Und da kriegt er auch den verdienten Refrag. Ego ist jetzt relativ weit weg. Boah, macht den ersten. Solek verschießt. So, sie wissen, wo Ego ist. Und da ist ein T schon vor der Kiste. Und Edik macht's durch die Kiste. Schöne Runde von Rushed. Nicht so klug runtergespielt von Alternate. So, Alternate muss auch direkt Echo machen. Hat glaube ich schon die Steps links gehört. Aufgehend verliert sich ein bisschen dann lang. Oh, LK muss jetzt aufpassen. Links, rechts einer. Oh, der springt in seinen Tod. Och, krass. Da muss er doch die Ecken checken, Mann. So,
Zumal sie ja die ganze Zeit oben defensiv waren. Und ich glaube, damit schon gerechnet haben, dass ihr Texcutters gepusht ist. Und dann checkt er nicht mal die Ecken. Sehr schlecht gespielt, muss man einfach mal sagen. Und Artenet scheint sich hier Chance... Scheint die Eco sogar zu gewinnen. Wir decken gerade noch ein bisschen die Waffen ab. Aufgehen den Hut. Einer links, einer rechts. Oh, gleich wieder Ekel-Timing bei dem CT vielleicht. Boah, Fofkin hat den noch gemacht. Felix oben. Hutsch weit. Es ist nicht euer Ernst. Wie kann man zwei Runden vorher den Halt-Fort-Down machen? Was ist das denn? Was soll das? Boah. Ich hoffe, irgendwann lernen es die Admins oder die Teams oder ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Aber ich gehe mal einfach davon aus, dass die nächste Runde extrem schnell vorüberging. Und Alternate somit gewonnen hat. Mit 16 zu 6. Und das ist recht deutlich. Das habe ich so im Vorfeld nicht erwartet. Wie gesagt, habe Alternate schon ein bisschen aufgegeben eigentlich. Aber sie haben es ja gezeigt, sie können es. Das ist wahrscheinlich auch eine ihrer besten Maps.